3,40 wohl eher, oder? Sind 20 da, dass die Funktion weg. Ich meine, Guten Tag. Hallo. Hört man den Voice in-game? Hört man das im Stream? Hört man das, wie doof die sind jetzt mal? Check auf Regenrohr 1. Herr Kaloin, das Sprechrohr funktioniert nicht. Ist das verstopft? Ja, es ist da drin. Hat da wieder jemand die Snickers-Packung eingestopft, oder? Ja. Eine harte Aussprache. Ah, da sind sie wieder! Wir sind zu schnell! Weniger Kohle, wir sind zu schnell! Ich scheue die Träne, ey. So, jetzt los. Jetzt warst du aber früher dran. Hallo. Sexy. Ja, geil, oder? So, halbe Kraft voraus auf Diesel. Okay, wir bleiben erst einmal über Wasser. Kurs 220. Wir gängern jetzt kurz einmal auf... Ja. Ja. Okay, wenn du mit mir auf Deckwache oben sind, dann schau mal her. Dann hast du da dieses Sprechrohr. Da musst du hergehen, dann kannst du mit uns da oben kommunizieren und darüber hörst du uns auch. Ganz einfach reinreden oder was? Da kannst du dann einfach, da gehst du her und dann redest du da einfach nein, genau. Okay. Dann geht man nach oben, dann checken wir das mal. Genau, okay. Wir gehen mal auf Deckwache. Ah, ja. Funkcheck auf Regenrohr 1. Ich glaube, ist auch hochgekocht, weil wir auf Punkt 4 nicht sitzen, wo wir aufgekocht sind. Sie müssen lauter reden. Wo hast du das Fernglas denn jetzt her? Mit dem Ausrad. Ah. Ausrad einfach nach vorne dran und schaust du durchs Fernglas. Wissen wir überhaupt, wo wir sind? Ja. Da hinten ist was. Wir sind auf AO914 und müssen auf AO912, glaube ich, fahren. Auf unserer rechten ist ein Schiff. Der LI hat mich da hochgeschickt. Haben Sie es gehört? Ja, so verstanden. Das ist circa... Ja, 3:30. Zwei Kontakte? Das war der rechte Kontakt? Ja, zwei, ja. Eins, zwei, drei sind es. Drei sind es, ja. Bestätige. So wie es ausschaut, fahren die den gleichen Winkel. Gehst du wieder einmal aus dem Bildchen? Kann ich machen. Was kannst du machen? Ihm aus dem Weg gehen. Achso. Ich bin oh, dein, hoch, dein T-Shirt flattert im Wind. Tatsache. Ja, sechst, geil. Das T-Shirt flattert. Ja, deins auch. Ja, ist geil. Ja, hier, so nah okay, hat muss den mehr nicht essen. Gebracht. Ich sehe ja nichts. Hallo? Jetzt sehe ich auch keins mehr. Doch, da hinten ist wieder das. Ist wieder. Genau auf 90. Wo hast du einen Kompass? Nee. Ist grob geschätzt relativ zu uns. Aber da drin ist ein Kompass normalerweise. Ja, genau. Ja. Hier ist er doch. Ah, jetzt relativ, sehe ich's auch. Relativ zu 85, ja. 1, 2, 3, 4 Schiffe. Ja.
Aber wie es ausschaut, fahren die den gleichen Weg wie mir, die gleiche Richtung. Ich geh schon mal runter und schüttel so nah ein. Hä? Nein? Wie nein? Was magst du Einstein? Das so nah? Ja, schau mal, wir sind noch nur über Wasser, da bringt er doch das so nah gar nichts. Ja, aber dann hättest du das schon mal auf 90 Grad gedreht, dann muss ich das später nicht machen. Ach so, nee, wir werden uns ja jetzt sowieso erst einmal positionieren. Das Gleiche. Ich glaube, die kommen ein bisschen auf uns zu. Wir treffen mit der 88er. Nee, noch lange da. Ich fahre ja weg, habe ich das Meinst Gefühl. Du, jemand auf uns zu? Ja. Ja doch, der eine Bug ist so seitlich, also so keilförmig. Die gucken auf jeden Fall zu uns. Also ja. Wenn ich nicht lügen, dann würden die wahrscheinlich auf Kurs, warte mal, gucken. Ich würde mal schätzen 20 Grad fahren. Kurs 20. Aber relativ von uns, 20 oder was? Ja. Ist okay, wenn ich ein bisschen Rollenspiel mit einbaue hier? Hä? Deswegen sieht sich sie ja. Also du meinst 340 wohl eher, oder? Sind 20 da, dass die von Guten Tag! Hallo! Hört man den Voice in-game? Hört man das im Stream? Hört man das, wie doof die sind jetzt mal? Verzeihung. Wir haben wohl einen Clown an Bord. Bitte? Sie sehen nur lustig aus, habe ich gemeint. Ich hab's jetzt verloren. Ich auch. Ich glaube, die fahren von uns weg. Ah ne, da sind sie wieder. Ich hab sie wieder. Die sind schneller als. Ganz minimal. Die sind schneller als wir. Okay, dann machen wir jetzt eine Kursänderung, dass wir einen leichten Abfangkurs nehmen. Und auf äußerste Fahrt. Ich würde sagen, wir gehen 20 Grad nach rechts. Äußerste Fahrt. Ja. Was haben wir jetzt? Deckwache an Steuermann. Deckwache an Steuermann. Der ist eingeschlafen. Ne, der hat uns vorhin schon nicht gehört. By the way, Herr Kaloin, Sie. Ach, da ist er. Ja, die wollen was von dir. Auf 20 Grad haben sie gesagt. Nicht auf 20. Nein, Kursänderung. 20. 20 ja, Grad nach rechts, jetzt. Richtung 2. 220. Benny! Danke für den Sub! 17 Monate! Ahoi, Rudi! Wo bist du, Rudi? Tauchen! Okay, der hat schon Kurs geändert. Wir fahren jetzt 240. Ja? Herr Kaloin, ja, welche Richtung denn jetzt? er dreht ja schon ein, aber er dreht. Er dreht zu weit ein. Aber ja, das ist die Frage. Okay, es hieß Richtung 2. Erklär er mal das Prinzip von Anfrage und Gegenantwort. Ja, aber er hat dich ja nicht gehört. Warum dreht er dann, wenn er mich nicht gehört hat? Weil ich ihm gesagt habe, dass es Richtung 2. Der dreht aber zu weit. Richtung 240. Äußerste Fahrt voraus.
Kann man sich ducken? Äußerste Fahrt voraus. Nee, warum sollst du die bücken können? Wollte nicht. Was ist C? Achso. C ist Kalkulator, ist Distanz. Berechnung. Ja. Ich mag den durchsichtig, ist nicht so. Ja, ich hab's übersehen, dass der Grün mit dabei ist. Aber dann zeigt sie ein bisschen mehr von der Tabelle da. Nice, oder? Am Essen und gleich verabredet, aber immer diese spontane Verabredung. Deckwache hört? Auch? Ja, keine Ahnung. Ich sehe sie nicht mehr. Herr Kaloin, das Sprechrohr funktioniert nicht. Ist das verstopft? Ja, es ist Wahnsinn. Hat der wieder jemand die Snickers-Packung eingestopft, oder? Ja. Eine harte Aussprache. Robin, geh mal daher und sprich mal mit mir. Ich geh mal runter, ich prüfe das ab. Ja, okay. Mikrofon check, hier ist das Rohr, das am Unterdruck schreibt. Ich höre dich klar und deutlich. Hören Sie mich? Das ist eine einseitige Verstopfung. Hallo? Sehr einseitig. Vielleicht sieht man ja was. Hallo? Oh, jetzt hört man was. Hören Sie uns? Ich glaube, man darf ja, nicht so nah. Ich glaube, man darf nicht so nah rangehen. Hallo? Sprechen Sie in das Rohr! Ah ja! Sprechen Sie in das Rohr! Guten Tag, Tech Support, Deutsche Marine, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ich mach mal zu. So, hörst du jetzt? Ja, hören Sie uns jetzt? Hallo? Kann man sich nicht ducken irgendwie? Das weiß ich nicht, glaube ich. Hallo? Hallo? Da passiert so nix. 1-2-1. Ja! Hallo? Ja? Achso, ja, hallo, 1-2-1-2-1. Ja, 1-2-1-2-1. Hier ist Wildes Pony ist hier, hallo. Hallo, hier ist die USS unter Wasser. Sie sind tatsächlich unter Wasser. Ja. Jetzt phänomenal. Haben Sie die Verstopfung gelöst? Ja, so ungefähr. Die Vorsrohr hinstellen. So, wir wissen nicht mehr, wo die Schiffe sind. Also kommen wir durch sprechen. Ja. Ich schlage Tauchgang vor, dann orte ich die mit meinen Ohren. Orte sie. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Ah, da sind sie wieder. Wir sind zu schnell. Weniger Kohle, wir sind zu schnell. Ich schaue jetzt die Träne, ey. Ja, es geht schon. Irgendwie hast du das hier. Weg. Ja, Herr, was bist du eigentlich? Ich bin, Ballast. Ja, alles klar. Verstehe schon. Herr Schäfer. Also ich bin mir halt ziemlich sicher, dass wir halt relativ schnell zu Sam und Max wechseln werden, ne?
Also wir haben hier, jetzt sind sie wieder weg. Ich glaube, wir sind zu schnell. Was? Wir sind zu schnell. Apropos Sam und Max. Ah ne, da. Was ist denn da? Wo ist denn da? Hier. warte mal. Lass mich mal gerade. 90 Grad Steuerbord. Mehr oder weniger. 300. Richtung 300 Grad. Jetzt ist wieder weg. Ist bei Franke das falsche Mic an? Der hört sich so von weit an. Ja, das ist. Boah, warte mal, wirklich? Ja. Moment. Jetzt ist es wieder weg. Nix ist da, ja. Okay, so was los? Wir gehen jetzt einmal um. Wir gehen jetzt einmal unter Deck, werden auf Sonar kurz einmal horchen. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir machen denn. Oh, tatsächlich, das falsche Game im Stream, das habe ich tatsächlich nicht eingestellt. So, hallo? 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 Besser? Danke dir, Xani, und Servus. Ne, wie genau wie vorher. Hi. Ist aber nicht schlimm, man hört dich. Okay, dann Deckwache räumen. Ei, ei. Oh. Noch weiter runter? Oh, bei mir funktioniert endlich die Screenshot-Funktion. Das ist aber geil. Endlich kann ich Screenshots machen. F12, ne? Na, ich hab's umgestellt gehabt danach. So, okay. Der Bender kommt jetzt auch schon mit dazu. Test. Ja. 1, 2, 3, 4. Man hört sie. Ist besser als zuvor. Ja, es ist besser als zuvor. Sehr gut. Okay. Schleichfahrt, wir gehen auf Tiefseerohre. Wir gehen auf Tiefseerohre. Die Gasbomben. Ja. Nein, wir gehen langsam auf. Haben Sie das Rohr abgedichtet hier? Das ist aber rückwärts. Hallo Bender! Schau mal her, das ist jetzt rückwärts. Ja, genau. Ja, ich hab's gerade gesehen. Hm? Das war ein Test. So, wir haben jetzt noch einen Mann mit dazu. Und da kannst du dich voll auf die okay, Gott, kannst du euch da jetzt unterteilen, wer was machen mag? Erst uns, Bender? Ja, hört er mich. Ja. Sehr schön, dann. Genau. Dann machst du Ruder und Engine. Yes. Und du machst Tiefgang. Jo. Oh, hallo Bender. Frank ist so nah und yep. Wir gehen auf Tiefseerohr. Tiefseerohr. Ja, okay. Und Hydrofon ist am Posten. Von Hydro. Pytrohorn. Aquaknarre. Oh mein Gott, echt, ja. Machen wir mit Profis. Okay, wir haben 130 Meter unter uns. Ups. Wir brauchen kein Rotlicht. Nee, kann man nicht auch blaues Licht anmachen? Dann brauchen wir weniger Sauerstoff. Rohr erst dann. Was machen wir? Blaues Licht braucht man weniger Sauerstoff. Der Kackspaten sinkt nicht hier. Warum nicht? Wir brauchen mehr Kohle. Ich dachte, du musst hier noch aufmachen. Der ist schon auf. Hinten ist auch auf. Da ist auch offen. Aber es fließt Wasser. Ist die Luke dicht? Muss ja auch. Na, es kommt jetzt schon langsam Wasser rein.
Ah ja, jetzt kommt mehr. Jawohl, da kann ich endlich was hören. Aber du hast da normalerweise, hast du da einen Negativtank. Und in dem Negativtank lässt man eigentlich auch immer so ein bisschen Wasser drin, um's bisschen zum Stabilisieren können, beziehungsweise dass man schneller sinken dort. Hopp, Sonne ab! Hat er was gefunden. Jetzt schauen wir mal, wir haben jetzt unterschiedlich Wasser drin, vorne und hinten. Wo siehst du das? Da. Da hast du die Rundanzeige. Ach so, hinten 50 Kubik. Und vorne nur 40. Wasser, genau, 45, ja, genau. Das bisschen macht's doch nicht. Also fahren wir quasi auf einem Rad. Und da hast du zum Beispiel, siehst du jetzt da die Sinkrate. Sinkrate und Steigrate. 9 Meter an. Pink aus Kurs 310, Kompass 80 relativ. Konvoi erstreckt sich von Kurs 2, was ist das? 80 bis 10. Kompass relativ 30 und 140. 30 und 140, so, okay, was haben wir eigentlich? auf Kurs 230, Herr Kaloyen. Kleine Information in der Baltischen See. Das ist sehr schön. Im Wasser. Trinkt mir jetzt aber nicht voll, weil ich weiß immer noch nicht, wo wir sind. 9 Meter unter Wasser. Ich hätte die automatische Navigation doch einschalten lassen sollen. Was für ein Kurs haben wir? Aktuell haben wir jetzt. Kurs 230. Also wegen mir können wir auch noch mal eben neu starten, das ist mir egal. So, da sind wir. Fahren richtig. Ja, dann funktioniert das Rohr wieder nicht. Seid ihr da eigentlich mit dem Pfeifenreiniger reingegangen? Er hat sein Ding da reingehauen. Achso. Danach ging es wieder. Hä? Wieso? Was macht denn das jetzt? X-Engels. Na, wieso? Wie kriege ich denn in den Negativtank Gewicht rein? Ausblasen kann ich den aber nicht volllaufen lassen. Das ist genau. Das kann ich dir nicht, aber volllaufen lassen. Das ist genau mein. Also, ist genau der Zerstörer pinkt alle 30 Sekunden ein Signal. Der sucht uns noch. Schwierigkeit eingestellt. Medium. Soll ich mal schauen übers Periskop? Auf relativ, wie viel? Relativ 20 oder was? Negativ. Relativ 80. Relativ 80, okay. Das wäre dann 310. Danke. Also zwischen 80 und 90, da irgendwo ist der. Genau, krieg ich's nicht raus. Ja, der Frankie fällt, das stimmt. Ja, der Tom fällt. Tom fällt. Oh ja. Schreckdistanz. Machen Sie sich einen Kaffee? Ja. Cappuccino, ey. Wir schrauben etwas an den Rädern. Fahr doch einfach das Periskop hoch. Ist kaputt. Wo haben Sie gesagt? Ping, kommt der Ping her? Relativ 80, Kurs 310. Ich sehe noch nichts. Zoom mal rein ein. Select, was? Select, sir. Zwischen relativ 80 und 90. Bender? Ja. Bin mal kurz AFK. Yes, ich. Was heißt relativ 80? Von also uns relativ, aus 10. Von uns aus Kurs 315.
Also von uns aus gesehen, Schnauze, Bug vom Schiff, 80 Grad ist dann quasi halt rechts von uns. Und der tatsächliche Kompasskurs ist 315. Aber wir waren, dass das der geschissene Ding dann immer mitdreht. Dass das Ding dann immer mitdreht. Kompass-Ding da. Nee, ich sehe nix. Ja, die sind dann noch weiter weg. Beobachte mal ganz genau, ob sie die nähern was für Richtung die fahren werden. Ich versuch's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf einen Annäherungskurs, neuer Kurs 280. Sie scheinen ein bisschen uns zu kreuzen, also ein bisschen nach rechts scheinen sie zu fahren. 320 sind sie jetzt. Konvoi startet bei Kurs 350. Was sie fahren, sie waren vorher bei 310, jetzt sind sie bei 321. 320. Jetzt bei 320, also da fahren die ja in die andere Richtung. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen länger gefahren jetzt. Ja, zwischen 320 hier ungefähr, da kommt der Ping her. Warten wir jetzt mal an eine neue Meldung, dann, dass bei das Schiff auf Kurs ist. Jo. Halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt voraus. Kurs 280 liegt an, Herr Kaloyen. So verstanden. So, Sonarmeldung. Sonar stetig bei 315 ungefähr, zwischen 310 und 320. Genau kriege ich es nicht raus. Moment. Ich kann den Gen ja ein bisschen rumschrauben. Ich bin nochmal kurz AFK. Jo. Verstanden. Was sehe ich denn jetzt im Periskop? Unsere vom Kompass aus oder? Lass uns mal schauen, weil das ist das Beobachtungsperiskop ist glaube ich anders da als wie. Nee, du siehst da in dem Fall die Relative. Ah, warum kniefen sie das eine Auge nicht zu? So. Das ist die Relative, die Absolute ist da nicht dabei. Also musstest du jetzt schauen, Sonar, relativ Kurs, Kontakt? Haben Sie schon gesehen, ja? Nee, ich frage. Nee, ich habe noch nichts gesehen. Sonar, relativ Kurs, Kontakt? Ich habe gerade mal den Gain umgestellt, es sind keine Radare mehr zu hören. Also, Radar ist ruhig. Lautestes Schraubengeräusch auf 320. Relativ? Relativ. Ja, Signal kommt wieder 325, relativ 40. So, und jetzt auf relativ 40 beobachten. Weil du bist ja besoffen von, ey. Ja, die haben das umgestellt, das ist jetzt nein mit dem Wasser, ist geil. Mhm. Okay, aber 3, 2, 5, dann bewegen sie sich. Okay, sie sind aber ein bisschen weiter weg. Wenn ich das auf 3 stelle, höre ich es nicht. Und auf 3,5 fange ich an, das Radar wieder zu hören. Okay, dann gehen so wir mal direkt auf Kollisionskurs und dann beobachten wir nochmal, in was für Richtung sie sich ändern, denn ob nach links oder rechts. Steuermann, neuer Kurs 3, 2, 5. Verstanden, neuer Steuerkurs 3, 2, 5. Herr Kalein. Wasserlinie ist clear? Yes, well, hier ist nix. Okay, dann würde ich sagen, tauchen wir wieder auf. Ping, 320.
Und dann nähern wir uns und dann gehen wir nochmal auf Tiefe. Okay, Boot auftauchen. Verstanden, Boot auftauchen. Boot taucht auf. Achso, das Ding ist ja nicht da. Ja, wollt ihr? Warte, ich dreh gerade. Tanks sind geschlossen. Sonntags geschlossen. Sonntags geschlossen? Nee, Tanks sind geschlossen. Achso, ich hab sonntags geschlossen, verstanden. Jetzt hab ich mal anders. Boot taucht auf. Gescannt? Was denn? Okay, Tanks sind lassen an. Ping direkt vor uns. Guck 3, 2, 5 Stück an. So verstanden. Okay. So eine Eis taub, Herr Kalle. Ja, ich weiß schon. Muss man hier auch den Generator, den wieder einschalten? Den Kompressor? Ja. Kompressor, ja, muss man einschalten, ja. Wo ist der? So, der ist da hinten. Da ist der Kompressor. Ne, das ist die Bilgepump. Entschuldigung, da ist der Kompressor. Ah. Da kommen wir rein. Sind die aufgetaucht? Ja, wir sind aufgetaucht, ja. Schalter oben auf Diesel. Boot eingependelt. Ich fülle den Negativtank mit 3 Kubikmeter. Wie machst du das? Mit dem oberen Rohr das du füllen und mit dem unteren Rohr abblasen. Der Negativtank ist praktisch zum Ausbalancieren vom Schiff und für schnellere Abtauchen dann. So, was noch interessant ist, dass da hinten die Bilgepump. Alles klar. Ja, ja, das weiß ich. Und hier der Kompressor. Okay. Genau. Wie geht das? Ah. F was denn? Und G. Epileptiker-Warnung. Haha! Aktuelle Fahrt auf Klo. Ja, mehr dann auf große Fahrt voraus. Auf Diesel umstellen. Diesel läuft doch. Soll ich hochgehen? Ja. Ich meine, wir sind blind jetzt, ne? Ja, wir sind blind jetzt, genau. Robin geht auf. Frankie. Deckwache, Benner, du bleibst jetzt mal unten schnell, Vega. Vega kommt. Ist dunkel. Dunkel? Ja, wird dunkel. Bei mir ist hell. Da ist doch die Sonne. Ja, es wird ein bisschen dunkel. Ja. Oh, es ist ein bisschen dunkler als eben. Wie kann ich Fernglas nehmen mit B? Mit dem Mausrad. Mausrad alles nach klar. Vorn. Alles klar. Jetzt müssen wir mal schauen, ob auf der Karte unsere Position abgedatet wird. Aber ich glaube, die werden nicht abgedatet. Das ist blöd. Das ist blöd. Uns fehlt der Navigator. Hätten wir doch auf den schalten müssen, gell? Ja. Ja, oder wir hüpfen nochmal schnell raus. Macht ja sonst keinen Sinn. Nee, wir können eigentlich dann.
Also ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Das sind aber ganz, ganz neue, jetzt ganz neue Grafikeinstellungen mit drin. Mhm. Wasserpartikel und so. Seemann. Wer ist Seemann? Ich sag, ich sehe einen unrasierten Seemann. Ihr Mund leuchtet. Ich muss noch ein paar Screenshots machen. Okay. Also die Spiegelungen und das Wasser schauen schon geil aus. Mhm. Gibt's hier auch Flieger? Ja. Könnte sogar passieren in unserem Fall, weil wir ja noch in der Nordsee sind. Ostsee. Ja, stimmt, Entschuldigung, in der Ostsee, genau. Woher wissen wir denn, wo wir sind hier? Weil ich das so eingestellt habe. Aber wir wissen jetzt nicht, wo wir sind. Weil unser Navigator fällt. Der, wo sie auskennt. Gehen wir nochmal eben raus und dann fahren wir nochmal neu los. Das macht doch so keinen Sinn. Gewonnen haben wir sowieso noch nichts. Ich bin doch Navigator. Aber ja, du musst doch wissen, wie es geht. Ja, wirklich. Mir egal, von mir aus können wir neu starten. Sag mal dem Bender Bescheid. Ja. Wir sind hier oben das Sprachrohr.